Wir leben Wrestling. Bryan Danielson Verletzung sorgt für Änderungen in den AEW-Shows. Nachdem sich Bryan Danielson bei Forbidden Door im Match gegen Kazuchika Okada den Arm gebrochen hat, zeichnen sich jetzt erste Folgen für die AEW-Shows ab. Laut Dave Meltzer vom Wrestling Observer sollte Danielson in den kommenden Wochen einige Matches bestreiten, die jetzt geändert werden müssen. In der aktuellen Ausgabe von Dynamite sei er ursprünglich als Gegner von Tomohiro Ishii vorgesehen gewesen. John Moxley stieg stattdessen gegen den Japaner in den Ring. Danielson war bislang fest für das Blood & Guts Match Ende Juli eingeplant. Ob er antreten kann, ist aber noch unklar. Money in the Bank, erfolgreichste Show aller Zeiten. Bei einer Pressekonferenz nach Money in the Bank verkündete Triple H, dass dies die Arena-Show mit den größten Einnahmen in der WWE-Geschichte gewesen sei. Auch einen Tag vorher bei SmackDown seien die Einnahmen so hoch gewesen wie nie zuvor bei einer SmackDown-Ausgabe. Triple H sprach von über 37.000 Fans, die an beiden Abenden in der Halle gewesen sein sollen. Eine genaue Zahl für die Rekordeinnahmen nannte er nicht. Achtung, die folgenden Meldungen enthalten Spoiler zu WWE Money in the Bank. Bleibt Drew McIntyre WWE erhalten? Wie wir bereits berichteten, kehrte Drew McIntyre gestern bei Money in the Bank zurück und konfrontierte Gunther nach dessen Titelverteidigung gegen Matt Riddle. McIntyre fehlte bereits seit WrestleMania in den Shows. Jetzt sprach Triple H bei einer Pressekonferenz über die Gründe. McIntyre sei schlicht verletzt gewesen. Von einer Unzufriedenheit McIntyres und Problemen mit der WWE-Führung sei ihm nichts bekannt. Verschiedene Medien hatten in den vergangenen Monaten berichtet, dass McIntyre mit dem Gedankenspiele, WWE den Rücken zu kehren. Sein Vertrag soll Anfang 2024 auslaufen. Bezüglich einer Verlängerung ist noch nichts bekannt. Megastar mit Überraschungs-Comeback. John Cena gab gestern Nacht bei Money in the Bank in London ein überraschendes Comeback. Er lobte das britische Publikum als das meist elektrisierendste Publikum der Welt und verkündete, WrestleMania nach London bringen zu wollen. Nachdem er von Grayson Waller unterbrochen und attackiert wurde, fertigte Cena diesen mit einem AA im Ring ab. Ob es sich beim Auftritt um eine einmalige Sache gehandelt hat, ist nicht bekannt.